3G mit Uli Gerhardt. Liebe Zuschauer von München TV, ich habe es mir heute bequem gemacht. Ich grüße Sie ganz herzlich, völlig entspannt sitze ich hier in einem Top-Auto, Audi Q8, das Top-Modell der SUV-Reihe. Mein Gesprächspartner muss ich Ihnen eigentlich gar nicht mehr vorstellen, Günter Knabel hier, der Markenverantwortliche für Audi. Herr Knabel, ich grüße Sie und freue mich, dass Sie heute so ein tolles Auto für mich hingestellt haben. Erzählen Sie mir ein bisschen über den Q8. Ja, Herr Gerhardt, hallo erstmal. Ja, Q8. Topmodell in der Q-Reihe, SUV-Reihe bei Audi. Das Coupé-haftige oder der Coupé-haftige SUV, den wir hier anbieten im Topniveau, der fast den gleichen Radstand oder fast die gleiche Größe wie der Q7 aufweist, aber doch etwas zierlicher anmutet und coupé-haftiger rüberkommt durch sein abgeflachtes Dach, durch die veränderte Heckform. Also dieses extrem bullige ist hier ein bisschen auf der Strecke, was nicht schlecht ist, weil das ist ja nicht jedermanns Sache. Der ist eleganter. Das stimmt. Extrem bullig in der Front, ja, aber nicht im Heckbereich. Ja, okay. Okay, was für ein Motor hat der? Ist das ein 3 Liter TDI, 286 PS. Sechszylinder. Sechszylinder. Aha. Achtzylinder gibt es bei Audi gar nicht mehr, oder? Doch, bieten wir schon noch an. SQ7. SQ7? SQ7. Ja, Achtzylinder. Gut, okay. Interessant ist ja, Sie haben erzählt, den gibt es nur als Diesel. Im Moment nur als Diesel. Verfügbar. Es wird ein stärkerer Benzinmotor kommen als RS Q8. Aha. Nächstes Jahr im Laufe des ersten, zweiten Quartals. Da wird er dann deutlich über 600 PS haben. Sechszylinder, Diesel, von der Power her, wie viel PS hat er? 286. 286. Reicht das? Ja. Cool. Im Vergleich zum, jetzt eine Stufe zurückgehe, alter Q7, Achtzylinder, hatte die gleichen Beschleunigungen oder schlechtere Beschleunigungswerte wie hier der Sechszylinder. Ja, also tut ja viel am Gewicht auch. Genau. Es ist viel am Gewicht passiert, es ist viel am Motor passiert, Drehmomentverlauf etc. ist anders, ist besser gelagert. Insofern haben Sie eine ausreichende Motorisierung für das Fahrzeug, um auch sportlich unterwegs zu sein. Und dadurch, dass er vom Gewicht her auch ein bisschen, ist das Handling wahrscheinlich auch angenehmer, oder? Handling ist gut. Wir haben ähnlich wie beim Q7 auch hier die Hinterachslenkung mit dabei, die natürlich hier fürs Handling einiges tut, wo der Wendekreis kleiner wird, das Fahrzeug agiler wird, auch auf schnelleren Bahnen. Sagen Sie mal, der Q8, wie lange gibt es den jetzt? Seit August. Seit August, also ist noch relativ jungfräulich. Relativ frisches Auto, ja. Wir haben ja ausgemacht, dass wir mit Fritz Grill eine Sondersendung machen zu dem ganzen Thema Abgas und Mogelei und was weiß ich alles. Ja. Da ist die Verwirrung so komplett mit Prämien, Umtauschprämien und. Generell aber mal die Frage vorab, bevor ich diese Sondersendung mache. Die Diskussionen können ja hier so stark nicht sein, weil ja Audi nach wie vor massiv auf diese setzt. Ja gut, immer der Angezählte tut natürlich extrem viel auch dafür, seinen Ruf wieder zu polieren oder wieder aus dem Thema rauszukommen. Wir haben natürlich mittlerweile alle Fahrzeuge nach den neuesten Normen, die WLTP zertifiziert oder Audi hat sie zertifiziert. Sie haben extrem viel an den Motoren gemacht, sie sind verbrauchsfreundlicher geworden, sie sind verbrauchssparsamer geworden mit noch besserer Leistung. Ich denke, wir sind Und in den Angaben ehrlicher. Das WLTP war ja das, von, das beste Instrument, was den tatsächlichen Verbrauch misst. Ja, was mich ja über Jahre hinweg immer wieder geärgert hat, diese angegebenen Verbrauche, die also locker mal 30% unter dem Waren waren, wenn es reicht, manchmal noch mehr sogar. Das ist also eine bessere Orientierung für den Kunden. Die Frage, die sich jetzt stellt, wenn ich mir so einen Diesel kaufe, laufe ich da Gefahr, dass das auch irgendwann unter das Fahrverbot fällt? Nach heutigen Sicht nicht, oder? Nach heutiger Sicht nicht, sage ich niemals nie. Aber wir haben bei den jetzigen 3-Liter-Motoren Diesel, die wir anbieten, Euro 6 D-Temp. Also die momentan höchste Schadstoffklasse, die wir haben. Okay. So, Top-Modell, Top-Preis, wo geht's los? 63.600 ist der Einstieg, wobei das Fahrzeug gut ausgestattet ist, bereits schon in der Basis. Ja. Sie müssen jetzt nicht unbedingt noch eine große Tabelle dazufügen, aber wir kennen das ganze Thema ja mit Assistenzsystemen und so weiter und so fort. Soundsystem, belädtes Armaturenbrett, wie wir es hier zum Beispiel sehen. Also 100.000 locker. Ja, Sie sind bei 90.000, 95.000 sind Sie. Okay. Die Hinterradlenkung, ist die serienmäßig? Nein, ist gegen Aufpreis. Auch gegen Aufpreis, aber sinnvoll. Ja. Okay, ja, Herr Knabel, dann werde ich mich mal ins Vergnügen stürzen. Das ist ja wirklich ein Vergnügen, freue ich mich drauf. Und bin mal gespannt, gerade auf das Handling, weil so ein großes Auto,
gibt ja auch erstmal auf den ersten Blick für viele ein Unsicherheitsgefühl. Ja, und klar. Das merkt man ja auch immer wieder. Gerade bei Damen sind ja die großen Autos, die SUVs sehr beliebt, aber wenn es dann kritisch wird, dann stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Dann ist das Handling das Entscheidende. Ja, und dann ist das Handling gut. Und gerade mit der Hinterradlenkung ist ja auch das Handling in der Stadt mit Wendekreis und ähnlichem extrem gut. Ja. Prima, ja, bedanke ich mich. Dann viel Spaß. Drauf. Danke. Liebe Zuschauer, Audi Q8, das ist das Neueste, was Audi zu bieten hat. Das Topmodell in der SUV-Klasse. Und der Q8 kommt optisch sehr gelungen daher. Wenn Sie die Front sehen, natürlich kennen wir den Q7, aber der Q8 hat das alles nochmal anders. Aber eine gewaltige Front, ja fast furchteinflößend. Spaßhalber hat mich ein Fußgänger gefragt, wollen Sie einen Krieg ziehen? Also das ist schon eine robuste Front. Aber es ist ja eigentlich ein SUV-Coupé. Also schauen wir mal ein bisschen weiter. Wo kommt denn das Coupé dann her? Ja, was sehen Sie hier? Eine rahmenlose Tür. Das ist eben schon so ein bisschen mehr Coupé-like. Und das kommt optisch gut rüber. Und interessanterweise, das sollten Sie wissen, normalerweise sind ja rahmenlose Fenster neigen dazu, sehr starke Windgeräusche zu machen. In diesem Auto überhaupt nicht. Klappt wunderbar und das ist schon sehr geschickt gemacht und sehr gut gemacht. Nun hat er auch noch eine besondere Verglasung. Ja, wir bleiben beim Coupé und wenn Sie dann hier diese Seite ansehen, die etwas filigraner wirkt, was eigentlich dem Auto sehr gut tut und vor allen Dingen dieses schräg abfallende Heck, das ist schon wirklich optisch sehr, sehr gelungen. Ja, dann kommen wir zum Heck. Auch das filigraner, sehr gelungen, sieht sehr schön aus. Und es ist sozusagen auch ein bisschen Widerspruch zu der Front, die sehr brutal daherkommt und dann dieses doch etwas verspieltere Heck, sehr schön gemacht. Natürlich elektrisch zu öffnen, das ist klar. Der Kofferraum ist okay, er ist so, wie er sein sollte. Nicht zu groß und nicht zu klein. Interessant ist, dass die Heckbank verschiebbar ist. Sie können also den Fußraum, der gigantisch groß ist, noch vergrößern, indem Sie weiter zurückgehen oder Sie vergrößern den Kofferraum und gehen ein bisschen mit der Heckbank, mit der Sitzbank nach vorne. Das ist eine schöne Sache, aber generell, der hat einen Radstand von 3 Metern und das ist irre, was das im Innenraum an Platz zur Verfügung stellt. Gerade auf den hinteren Sitzen, man sitzt wie in Abraham Schoß. Sowohl die Kopffreiheit, obwohl ja ein bisschen die Coupé-Form da ist, als auch die Beinfreiheit, sensationell. Also natürlich ist das Auto innen perfekt, alles feinste Materialien, alles vom Feinsten. Und natürlich sind alle Hilfsmittelchen, alle Assistenzsysteme entweder serienmäßig an Bord oder gegen Aufpreis erhältlich. Er hat auch wieder dieses tolle Matrixlicht. Also 2 Dinge oder 3 Dinge, die ich ihm besonders ans Herz legen würde. Das ist einmal die Hinterradlenkung, das ist zum anderen das Matrixlicht und das ist das Head-Up-Display. Beides alles drei Dinge, die wirklich Sinn machen. Ansonsten die viele Piepserei und Tuterei nervt schon manchmal ganz schön. Das Auto hat natürlich gigantische Ausmaße. 5 Meter lang, knapp 5 Meter lang, 2 Meter breit mit den ausgeklappten Rückspiegeln über 2,20 Meter. Und da ist das in der Stadt nicht immer lustig. Also wenn enge Straßen sind, wo links und rechts geparkt wird und es kommt Ihnen einer entgegen, das ist nicht besonders angenehm. Und genauso in den Parkhäusern. Die Parkhäuser sind einfach nicht für diese Dimensionen geschaffen. Das geht bei fast allen SUVs so, aber bei diesem hier ist es mir besonders aufgefallen. Zum Motor noch kurz etwas zu sagen.
dieser Sechszylinder Diesel mit 3 Litern Hubraum, 286 PS, passt hervorragend zu diesem Auto. Wir haben einen Verbrauch gehabt von 9,7 Liter Diesel, kann man nicht meckern. Ich finde, das ist ein ganz angenehmer Wert für so ein Riesenauto. Und er fährt sich sehr, sehr angenehm. Was mich ein bisschen gestört hat, er hat ein leichtes Turboloch. Also wenn Sie aufs Gas gehen beim Beschleunigen oder beim Anfahren, tut sich kurze Zeit nichts. Und dann aber mit Gewalt 600 Newtonmeter, das ist ein Wort. Ja, der Q8 ist eigentlich so das Flaggschiff bei Audi. Auch wenn es heißt, nur in der SUV-Klasse das Flaggschiff, aber er verbindet schon sehr, sehr viel. Die Fahreigenschaften bei dem Auto sind sehr, sehr gut. Eigentlich sei mal ein extremes Reiseauto. Das ist wirklich sensationell, also wie in einer Sänfte. Unser Testwagen hat auch noch die Hinterradlenkung, also quasi eine Allradlenkung. Eine sehr empfehlenswerte Geschichte, kostet etwas über 1100 Euro. Aufpreis optional erhältlich, macht aber Sinn. A, weil es den Wendekreis dramatisch verkleinert und B, weil es eben auch bei zügigem sportlichen Fahren, das kann man mit dem Auto, wenn man will. Er ist eigentlich die Reiselimousine, er ist kein Sportwagen, aber er hat ja diese Drive-Select-Möglichkeiten und wenn man da in Dynamic oder Dynamik einstellt, dann hat man schon eine andere Fahreigenschaft und da hilft die Allradlenkung enorm dazu. Dieses SUV-Coupé, wie das so schön heißt, hat, was die Optik betrifft, was die Innenausstattung betrifft, was die Reduktion auf nur wenige Schalterchen und Knöpfchen betrifft, was den Verbrauch betrifft, all diese Dinge, eigentlich überall Bestnoten. Und insofern ist man im Markt der Mitbewerber gut aufgestellt. Und ich bin gespannt, ich bin aber auch überzeugt, der Q8 wird seinen Weg machen. Lustig ist, dass er hinten eine 5 am Heck hat. Das sieht so aus, als wäre es ein 5-Liter-Achtzylinder. Was die 5 da soll, ist irgendeine Typenbezeichnung, so sagt man. Also er hat einen 6-Zylinder-Motor mit 3 Litern Hubraum und ist ein tolles Auto. Gucken Sie ihn sich an. Liebe Zuschauer, das war's. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Herbst wird es, kalt wird es, Laub auf der Straße, teilweise schon ein bisschen Nachtfrost. Also bitte, bitte fahren Sie ganz, ganz vorsichtig. Ich möchte Sie doch als Zuschauer behalten. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen. Das war 3G mit Uli Gerhardt.